Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich grüße dich zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Identität und Persönlichkeit. Darauf gehen wir mal ein. Wer kennt denn eigentlich seine wahre Identität? Wir alle Menschen haben zwei Arten von Identitäten. Eine wahre und eine, die einem antrainiert wird. Warum wird eine Identität dir antrainiert? Na, du sollst so bleiben, wie du bist. Du sollst das machen, was du gemacht hast. Du sollst auch das immer so bleiben und immer dich nicht weiterentwickeln. Das ist die antrainierte Identität. Ich kenne es von mir selbst, dass diese antrainierte Identität deiner Persönlichkeit bzw. meiner Persönlichkeit sehr drunter gelitten hat. Ich hatte mit dieser antrainierten Identität einen Konflikt mit meiner wahren Identität. Das ging hinaus zu einem Burnout und zu Selbstmordgedanken. Hey, by the way, ich bin drüber weg. Ich habe meine Lösung gefunden. Aber dazu zu einem anderen Video. Hier geht es um die Identität, der wahren Identität und der antrainierten Identität. Wenn Menschen zu dir sagen, aus deinem Umfeld, bleibst du, wie du bist, mach nur das, was du gelernt hast. Du brauchst dich nicht weiterzuentwickeln. Das sage ich Bullshit! Das ist Bullshit! Warum? Weil genau diese Menschen dir einreden wollen und sagen wollen, du darfst dich nicht weiterentwickeln. Du musst so bleiben, wie du bist, weil wenn du dich weiterentwickelst, dann bist du ja besser wie die. Dann wirst du ja besser noch wie die. Deshalb sagen die Menschen in deiner Umwelt, bleib so wie du bist. Mach das und das und das. Weißt du, was ich da sage? Zu dir, hör nicht auf diese Menschen. Hör nicht auf diese Menschen. Verlasse sofort diese Menschen. Begebe dich mit dem richtigen Umfeld, mit den richtigen Menschen, die zu dir sagen, du darfst dich weiterentwickeln. Du darfst das und das machen. Lebe doch deinen Traum. Lebe dein Leben. Es ist doch dein Leben, nicht deren ihr Leben. Also, damals, vor ein paar Jahren, ich bin jetzt, by the way, 36, ja, wird jetzt in 4 Jahren 40, habe ich das in der Schulzeit und in der Ausbildungszeit so oft gehört. Bleib so, wie du bist. Du brauchst dich nicht weiterzuentwickeln. Du machst es doch schon da. Warum das und das? Warum nur das, was du gemacht hast? Ey! What? What? Schau mal. Das damals war meine antrainierte Identität, wo Menschen mich reingesteckt haben, wo ich mich nicht weiterentwickeln konnte, wo ich kein Selbstvertrauen gehabt habe, wo ich kein Selbstwertgefühl gehabt habe. Weil die Menschen
Und damals ich klein gehalten. So klein gehalten. Ich weiß nicht, wenn du selbst kennst, wie es dir ergeht. Aber ich kann nur sagen, das ist Mobbing. Das ist Diskriminierung eines Menschen. Und wer will denn heute schon diskriminiert werden? Wer will denn heute schon gemobbt werden? Kein Mensch. Mobbing ist wie Krebsgeschwür. Ich krieg Brechreiz. Wenn ich andere Menschen sehe, die andere Menschen mobben, das ist egal wo. Deshalb habe ich damals in meiner Ausbildung, in meiner Schulzeit, einen Burnout bekommen. Das Geld ist meine liebevollen Großeltern gestorben sind, dieser Burnout. Wie meine Großeltern schon, ging der noch weiter. Bis ich fasse mich in Tränen unter. Ja, mit 26. Und 26 auch noch leider. Ja, aber by the way, ich habe meine gefunden. By the way, ich bin wieder auf dem richtigen Weg. Nur durch Psychologen und meinem Coach. Meinem Coach sagt, guck, dass du dich da auffängst, dass du weitermachst, dass du auch das bist, was du bist, das liebst auch, was du liebst. Und deine wahre Intuition rauskommt, deine Werte. Genau. Ja, das zu dem Thema antrainierte Identität und wahre Identität. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch ein Like nach oben da, einen Kommentar, wenn es dir genauso geht. Schreib gerne da drunter in diesem Video, was es mit dir macht. Und schreib auch gerne weitere Sachen dazu. Ich lese mir alles durch. Und ja, das. Die Glocke an. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Abend. Und wir sehen uns im nächsten Video.